Istanbul-Derby ist wie London-Derby, alle 2 Wochen gefühlt. Ja, geht. Es gibt halt eigentlich nur Fener und Gala, wenn ich ehrlich bin. Ich nehme persönlich Beşiktaş nie ernst. Ich finde Beşiktaş richtig... Die sind halt so random, wisst ihr? Beşiktaş-Fans, sorry, aber... Die sind immer so das dritte Rad am Wagen. Aber eigentlich gibt es halt nur Fener und Gala, tatsächlich. In Istanbul. Es gibt halt noch Başakşehir. Das sind aber so Leute, die haben dann 100 Fans gefühlt. Und ja... Also, diese Istanbul-Derbys, die bestechen halt nicht mit qualitativen Spielzügen und Taktik und so. Die bestechen eigentlich nur durch Atmosphäre und Schlägereien. Hin und wieder gibt es mal ein paar coole Einzelleistungen. Aber dafür fehlen mittlerweile auch die Stars. Früher war es ein Snyder, der dann 2 Weitschuss-Tore gemacht hat und dann halt Spiel entschieden. Ja, aber ja. Hey, Ronny! Beşiktaş, Alter, weg. Abflug. Shiny fucking Thermopod. Boom. See. Easy clap. Easy clap. Der blaue Rücken muss sein. Und es sieht fast genauso aus wie das normale, aber es hat einen blauen Rücken. Sü! Geht doch! It happened! Wir müssen öfter über Fußball reden, ja? Pommes, Rot, Blau ist am Start, ja? Here we go! Feels good, man! 10 Shinies ohne Fossile to go, meine Damen und Herren! Feels good, man! Oh, yes! Meine Shiny-Serie hält an! Ich glaube, das ist jetzt der 4. Heute, gestern, vorgestern. Doch, der 3. Stream am Stück, wo ich einen Shiny bekomme. Ja? Nicer Dicer! 441, da ist es. Pulverrauch, Thermopod, Vape Nation. Wie wäre es mit Falcao als Name? Es ist leider weiblich. Es ist leider weiblich. Mit oder ohne Hidden Ability? Du brauchst keine Hidden Ability. Du willst Feuerfänger drauf. Und das ist die Non-Hidden Ability. Hidden Ability ist Flammenkörper. Eieiei! Falcoin, das hört sich an wie Kakyoin! Bei 450 wollten wir VGC machen. Wie soll das jetzt gehen? Ich weiß es nicht. Ne, das Ding ist, wir machen jetzt Resteier, Leute. Ne, vorher geben wir dem Ding einen Spitznamen und entwickeln das für die Shiny Reaction. Dann machen wir Resteier und dann gibt's VGC. Vorher gehe ich aber erstmal aufs Klo und werde erstmal richtig schön meine Hände nachwaschen. Nice! 10 Shinies to go, Leute, im Galadex. Ja. Ohne Fossile und ohne die Starter, die 2 Fossile und 2 Starter, die zählen erstmal nicht. Ja, die Fossile stehen außen vor, die mache ich dann auf jeden Fall definitiv noch am Ende dann. Als letztes, so als Finale. Aber 10 fehlen an sich noch. Und ihr dürft gleich entscheiden, was wir als nächstes handeln. Nach unserer VGC-Session heute. So, erstmal entwickeln wir das Ding jetzt weiter. Es entwickelt sich auf Level 28. Das heißt, wir können gerne einen XP-Bonbon XL nutzen. So. Gutes GPL, Best auf deinem YouTube-Kanal von dem Regi-Namen. Alter. Shut up. Ja, ich persönlich finde, er sieht gar nicht so geil aus, leider. Ich wurde schon gespoilert, was das Shiny Infernopod aussieht, angeht. Yo, wobei Infernopod wiederum ganz geil aussieht, wenn ich ehrlich bin. Ich wusste gar nicht, dass das so geil aussieht. Also das Thermopod sah echt ranzig aus, aber das Infernopod... Also ich finde es eigentlich ziemlich nice. Ist halt jetzt nicht so besonders. Ich hätte mir gewünscht, dass das Rot vielleicht auch nochmal eine andere Farbe hat, aber...
Das ist an sich auch recht schick, finde ich, oder? Auf jeden Fall. Statt braun ist es dann halt einfach so bläulich-türkis. I like. Gefällt mir sehr gut. Wenn es Hitze erzeugt, beträgt seine Temperatur etwa 800 Grad Celsius. Es bewegt seinen Körper wie eine Peitsche. Ksch, ah! Um dann den Gegner anzuspringen. I like. Jetzt brauchen wir noch einen spitze, schönen Namen dafür. Ja. Ich würde sagen, wir nennen das Ding wie? Warm. Harald. Ne, Harald wird mein... No Spoiler. Aber Harald wird auf jeden Fall noch verewigt. Anna wegen Peitsche und 50 Shades. Ist das die Hauptprotagonistin aus dieser komischen Filmreihe? Ha. Ja. Auf geht's. Damit kennt sich der Laced aus, ne? Mit 50 Shades of Grey. So. Gala? Nee, nee, nee. Ich würde sagen, das ist Shiny Inferno Port, Leute. Ich finde es eigentlich ganz schick im Beast Ball. Ich werde damit auf jeden Fall auch meinen Spaß haben. YouTube Labs, lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Supportet das Video. See! Und schaut in die Beschreibung, wenn ihr auch mal live dabei sein wollt. Wir machen zum Beispiel auch VGC jetzt gleich im Stream. Und ja, wird auf jeden Fall richtig fett. Bis dann. Winky Face.